Starten von LibreOffice und Module. LibreOffice 6.4 unter Windows 10. LibreOffice starten und ein Modul oder Dokument in LibreOffice Startbildschirm auswählen. Auf der linken Seite können Sie eines der LibreOffice Module mit einem Klick starten. Oder Sie klicken auf eines der Dokumente in der Übersicht der zuletzt verwendeten Dokumente. LibreOffice und Module vom Desktop starten. Sie können mit einem Doppelklick auf das Icon auf dem Desktop das Programm oder Modul starten. LibreOffice und Module von der Taskleiste starten. Sie können mit einem Klick auf das Icon in der Taskleiste das Programm oder Modul starten. LibreOffice und Module per Ausführungsbefehl starten. Rechts klicken Sie am Bildschirm links unten auf das Windows-Startsymbol. Wählen Sie Ausführen aus. Es erscheint die Dialogbox Ausführen. Wenn Sie zum Beispiel Calc öffnen möchten, geben Sie den kompletten Pfad einschließlich des Dateinamens ein. Das Starten über diesen Weg hat den Vorteil, dass unterschiedliche Parameter übergeben werden können. Ein Modul starten per Doppelklick auf ein Dateisymbol. Die Dateien, die dem Programm LibreOffice zugeordnet sind, werden im Datei-Explorer mit entsprechenden Icons angezeigt. Doppelklicken Sie auf eine dieser Dateien, zum Beispiel eine ODD-Datei, so wird sie im Modul weiter angezeigt und kann bearbeitet werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter